Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Rising Lords. Ja, das letzte Mal haben wir ein bisschen kassiert, aber alles gut. Wir haben erobert, eine Warnung, scheiß auf die Warnung. Die sind unzufrieden, da pfeife ich auch mal drauf. Dreifache Ration kann ich hier geben, das ist schon mal super. Nachricht. Okay, das hätte ich mir anschauen können, aber egal. Das letzte Mal haben wir dieses Gebiet hier erobert und ich kann hier leider nicht weg und ich habe ein tolles Problem, weil wir kein Essen haben. Oh, aber wir haben hier einen Händler, das ist doch auch schon mal was. Kann ich dir irgendwas verkaufen, was ich gerade nicht brauche? Zum Beispiel hier, Eisen. Brauche ich nicht unbedingt. Sonst will ich nicht so viel. Und dann kaufe ich mir hier 10.000 Getreide und schicke einfach mal von Chester nach... Wie heißt das? Perfettwald. Okay, schick mal nach Perfettwald. Was für ein beschissener Name. Wir sollten gucken, dass wir möglichst was in der Nähe nehmen vor allem. Aber wir brauchen da dringendst ein bisschen Getreide, sonst haben wir ein tierisches Problem. Aber ich denke mal, so 5000 Einheiten sollten erstmal reichen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Hier ist ja schließlich gleich Erntezeit. Okay, soll erstmal reichen. Die mit ihrer scheiß Misswirtschaft da drüben. Oh, sehr gut. Die hier sind... Das dauert noch ein bisschen. Kann noch ein paar Tierchen und ein paar Rinderchen holen. Dann wächst hier die Bevölkerung auch ein bisschen. Wow. Die fressen ordentlich Rinder weg. Aber ehrlich gesagt, könnt ihr auch einfach mal so agieren. In Kombination mit dem passt es dann auch schon wieder bei normaler Rationierung. Ist es tatsächlich okay. Dann soll die Bevölkerung auch ein bisschen wachsen. 1000 Rinder, ich hätte gerne noch ein paar mehr. Ich spare tatsächlich sehr viel Getreide, wenn ich mehr Rinder habe. Rinder sind toll in dem Spiel. Ich habe immer noch zu viel Rinder. Das passt schon. Geht aber einfach nur so. Und wenn ich auf doppelte Ration gehe? Ist immer noch okay. Bleib mal hier auf doppelten Ration. Wie steht's bei euch? Braucht ihr noch dreifache Ration? Ja, ich glaube, ich lasse die mal auf dreifachen Ration. Ah, hallo. Hallo, Rinder. Ich könnte mir überlegen, ob ich nach Worcester ein paar schicke. Aber erstmal nicht. So, hier versuchen die immer noch uns fertig zu machen. Ich weiß nicht warum, die hassen uns einfach nur. Boah, ist das teuer. Ja, ein paar Rüstungen wäre nicht schlecht. So, und hier habe ich mir tatsächlich was überlegt. Die... Oh, hört sich erledigt, weil die haben ja jetzt... Also 3. Zack, zack, zack. Das heißt, ich kann die eigentlich ausbauen. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe mir überlegt, anstatt von hier das Getreide zu kaufen, oder hier, kann man ja auch problemlos... Oh, hier kriegen wir langsam Probleme mit den Rindern. Aber es werden mehr, okay. Kann man ja auch problemlos von hier oben. Hier habe ich ja ein paar Gebiete, in denen ich unglaublich viele habe. Reinstopfen. Dreifacher Zehnt und trotzdem sind die glücklich. Das ist so genial. Das hier läuft. Hier haben wir zum Beispiel 15.000 Getreide. Hier haben wir jetzt auch wieder eine super reiche Ernte. Hier zum Beispiel sind 12.000 und 4.000 kommen dazu. Das ist eigentlich wirklich was, wo man sagen könnte, hey, da könnte ich was runtergeben. Hier ähnlich. Weil die Bevölkerung wird nicht so viel größer werden. Mit einem Badehaus könnte ich hier vielleicht noch was rausreißen. Bauen wir ein Badehaus hier mit. Und hier steht's auch nicht so zum Besten. Hier fehlen uns ein paar Rinder. Das kriegen wir auch hin. Das können wir fertig machen.
Wenn ich Rinder dazu packe, dann kosten die uns. Ah ja, hier, okay, das ist noch eine Region mit dreifacher Rationsstufe. Die würde ich gerne mal auf Doppelte runtersetzen. Und ehrlich gesagt, ihr könnt auch ein bisschen mehr bezahlen. Ich lebe nicht mehr so in Saus und Braus, wie ich mir das wünsche. Das finde ich doof. Ah, ich habe kein Geld mehr. Ah, es sind ja auch bloß zwei Leute auf einer Farm, sehe ich gerade. Naja, das passt ja auch. Aber ihr könnt trotzdem ein bisschen runtergehen, finde ich. Ja. Die mit ihrer scheiß Misswirtschaft überall, das macht mich so krank. Okay. Das Gebäude wird abfackeln, da kann ich jetzt gerade nicht viel machen, weil ich brauche einfach das Essen hier. Es wäre alles so viel einfacher, wenn ich nicht den ganzen Saustall ausmisten müsste, den die angerichtet haben. Jedes Mal. Okay, ja, legt euch ruhig mit mir an, das ist okay. Ich schätze mal, das Gebäude wird gleich ausbrennen, aber ehrlich gesagt, Wohngebiete finde ich persönlich in dem Spiel am sinnlosesten. Warum sollte ich ein Wohngebäude bauen? Toll, da passen 500 Leute rein, dann baue ich halt ein Gebäude, in das auch 500 Leute reinpassen ist. Und das noch irgendeinen Zusatzeffekt hat. Wohngebiete lohnen sich nicht. Ja, oder ist es auf 750 oder 1000? Doch, kann sein, dass du vielleicht bei auch über 1000 reinkriegst, aber trotzdem, es lohnt sich eigentlich. Hey, wir haben Winter, wärmt euch doch an diesem Feuer dieser Siedlung da hinten. Ja. Essen ist zum Glück da. Und hier haben wir eine Belagerung. Ja, dann kommt doch her. Die haben bloß noch ihre Schwertkämpfer. Das Gute ist, wenn ich habe das Gebiet dann gleich geräumt. Grün traut sich nicht mit seiner Armee anzugreifen. Moment, habe ich jetzt in Northampton und in Derby Feuer? Ich habe keine Feuer gesehen. Habe ich an zwei Stellen in meiner... Wieso muss ich eigentlich ständig Feuer haben? So. Gehen wir mal so weit raus wie möglich. Darf ich gar nicht. Ja, die Armbrustschütze. Wo ist der Arsch? Vielleicht kriege ich zufällig Zielen. Nee, kriege ich nicht. Problem ist, er wird gleich wieder abhauen. Ja. Okay. Was machst du? Gut, perfekt, da kann ich dich direkt beschießen. Aber erstmal gehen wir auf. Ach, sorgfältig zielen habe ich jetzt gar nicht. War mir schon klar. Ich kann jetzt aber so richtig arschig werden. Das müsst ihr euch killen. Das wird euch nicht lange helfen. So.
Du kriegst erstmal den Erstschlag. Niederrennen habe ich leider nicht. Und dann greift ihr nochmal schön an. Das tut nämlich richtig schön weh. Oh, sorgfältig zielen. Perfekt, so kann er auch nicht abhauen tatsächlich. Ach ja, das ist ja ihr Gebiet. Wieso kann ich hier nicht einfach reinschießen? Das, scheuerte Mechanik. Gut. Was machst du jetzt? Greifst die Bogenschützen an? Wenn du, solange nicht die Ritter angreifst und die Armbrustschützen, ist alles okay. Perfekt. Das war's für dich. Endlich ist die Armee weg. Okay, ich habe ein paar Armbrustschützen verloren, aber ansonsten war es gar nicht schlecht. Ich habe nicht bedacht, dass sie da, dass das ja jetzt ihr Gebiet ist und sie da durchlaufen können. Die Reiter zähle ich gar nicht mit als Verluste, weil das ist ja Garde gewesen. Und die kriege ich eh umsonst. Die habe ich auch absichtlich geopfert. Aber ich bin froh, dass... Was ist da jetzt? Wenig. Jetzt lassen wir mal die KI machen. Von 1600. Ich glaube, wir haben nicht mal was verloren. So, eine große Truppe. Können die einfach hier rüber? In der Theorie können sie es auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir rücken mal mit den Wölfen vor. In Kombination mit der Elite. Und dann holen wir uns die Gebiete. Hier. Also die Niedergebrannten hier. Ach, perfekt, der Händler ist hier. Kaufen uns auch gleich mal die nötigen Rindviecher, die wir brauchen. Und ehrlich gesagt, das ist perfekt. Dann kann ich die Pferde eigentlich verkaufen. Die bringen jetzt zwar nicht die Welt. Das wären jetzt auch Rinder. Und ehrlich gesagt, ich kann jetzt... gibt's noch ein bisschen mit Getreide raus. Perfekt. Zweimal Rinder, zweimal Getreide. Bevölkerung wächst. Das ist das Beste, was gerade da passieren konnte, soweit. Hier. Ne, warte mal. Bevor wir hier mehr Rinder machen. Ich kenne dieses Gebäude. Ich weiß zwar nicht mehr, was es ist, aber ich hätte es gern. Wird schon wichtig sein. Hier oben. Die Bevölkerung wächst so langsam. Schön, dass ich jetzt hier einen Händler habe. Baue es mal aus. Ich kaufe hier mal ein paar Rinder nach. Weil die haben, glaube ich, ein paar zu viele verloren schon. Das ist aber gut für die Gesundheit auf jeden Fall. Einfach meine Geldquelle Nummer Uno hier. Okay. Ich glaube, das ist überfüllt jetzt dadurch. Okay, warum ist die Bevölkerung hier ein bisschen gesunken? Das finde ich voll doof. Fehlt ein Badehaus, schätze ich mal.
Winter ist die Bevölkerung hier ein bisschen angeschlagen. Oh, hier dreimal Getreide. Einmal Rinder. Esst mal ein paar Rinder mit, das erhöht nämlich eure Gesundheit. Ja, Fleisch essen ist gesund in Kombination mit anderen Sachen. Jetzt wisst ihr's. Wie steht's hier? Man muss halt immer Management betreiben. Sonst geht echt alles vor die Hunde. Erstmal mehr Zufriedenheit. Oh, guck mal, wir können uns... ein bisschen was leisten. Hier könnte ich dann später mit Rindern aufstocken. Du dienst mir schon. Was für ein Pinsel. Was ist denn hier unten los? Warum sterben die Rinder? Hier habe ich auch ein tierisches Problem, habe ich das Gefühl. Na egal, die haben genug Getreide, wenn ich da einen verliere, ist es nicht ganz so tragisch. Aber trotzdem blöde. Okay, ich muss auf jeden Fall hier runtergehen. Ich muss jetzt mal was schaffen hier. Ach, hier sind noch haufenweise Warnungen. Unzufriedene Bevölkerung, neuer General, Bau abgeschlossen, Bau abgeschlossen, Bau abgeschlossen. Viel zu viele Infos hier. Und diese scheiß Horde da macht mich... Oh, guck mal, die haben schon wieder ein paar Probleme mit Bauern. Was für Versager. Oh, wo ist grün hingegangen jetzt? Das zeigt nur, wie unglaublich unfähig die KI ist, in Problemzeiten mit ihren Leuten zu verwalten. Oh, das ist geil. Mehr oder weniger. Jetzt habe ich überall die Bevölkerung erhöht. Das ist vor allem... super, weil ich jetzt... hier dadurch mehr Bevölkerung gekriegt hat sofort. Nee, hier bauen wir jetzt erstmal was um dich. Um ein bisschen vorwärts zu kommen. Hier holt mal das. Ich darf das Ding nicht einnehmen, schade. Alles noch okay. Baut mal. Ein paar Gambesons wären auch nicht schlecht mehr. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ja, interessiert mich gerade nicht diese Info. Oh Gott, ich habe viel zu viel Waffen. Produzieren wir noch mehr. Ne, produzieren wir mal ein bisschen Eisen hier. Ja, jetzt. Mach mal ein paar Armbrüste. Davon habe ich nicht so viele. Ach, Gambesons läuft richtig gut. Die muss ich dann halt nicht kaufen. Rüstung ist auch nicht schlecht. Weniger saufen. Okay, das sollten wir gleich mal verbessern. Hier wird nicht für mich auf meine Kosten gesoffen, dass das klar ist. Mit dreifacher Zehnt gezahlt. Hier noch ein paar Bauprojekte, dreifache 10, perfekt. Kann so bleiben. Also einige Städte entwickeln sich auch nicht so extrem, wie ich es gerne hätte. Badehäuser sind doch wichtig. Bisschen zumindest. Ah, sehr gut, da kann ich das hier fertig kriegen. Das ist ein Wohngebäude, glaube ich.
läuft es hier. Aushelfen. Ja. Ich glaube, ihr baut mal doch lieber hier mit. Ein bisschen mehr Garnison schadet hier auf jeden Fall nicht. Und ich habe ja hier unglaublich viel, was ich in euch reinstecke. Ja, ihr bleibt mal hier. Ihr holt euch das. Das wäre ganz nett. Gut. Holen wir uns dieses Gebiet. Natürlich ärgerlich, dass jetzt gerade ein Händler da ist. Ich gehe jetzt einfach mal auf maximalen Konfrontationskurs hier. Ja, jetzt hat er wieder die Bauern rausgezogen, jetzt sind die wieder alle unglücklich. Ja, 50 Bauern, damit wirst du bestimmt gefährlich. Das ist gut. Da habe ich eigentlich Glück und die hier sind vielleicht mal gerade nicht ganz angepisst. Und es wird gerade Sommer. Das heißt, wenn ich die Stadt erobert habe, das lasse ich die KI machen. Wenn ich die Stadt erobert habe, dann ist Herbst. Das heißt, wir haben gleich Erntezeit. Das heißt, die sind nicht ganz gleich so aggro, weil sie gerade Ernte eingefahren haben. Oh nein, Spielen erstatten und einen Fehlerreport senden. Das würde uns sehr helfen. Ja, danke. Das ist jetzt noch nie passiert. Was hast du gerade gemacht, als das Spiel abstürzte? Oh, guck mal, diese Anzeige hier hinten. Bitte hier klicken und beschreiben, was passiert ist. Ja, das trifft's ganz gut. Das machen wir jetzt mal kurz. Also, das ist gerade. Wenn man schon will, dass das Spiel besser wird, dann sollte man sowas auch tun. Kann ich das Spiel jetzt wieder herstellen? Das wäre ganz famos. Ich hoffe doch nicht, dass das Spiel jetzt kaputt ist. Ich meine, ich war eh schon auf dem Siegeszug, aber es wäre halt echt ärgerlich. Das ist blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Jetzt ist nämlich das Spiel durch dieses Permanent Death System kaputt. Aber ich, wie gesagt, ich war eh schon so ziemlich am Gewinn. Ja, das ist jetzt eine Aufnahme. Sorry, Leute. Wird Rising Lords jetzt halt doch mal eher beendet? Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, bis Rising Lords die nächsten Updates rausbringt. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute.